Gelände. Ende Gelände ist eine Massenaktion zivilen Ungehorsams für den sofortigen Kohleausstieg. Wir sind davon überzeugt, dass es nichts bringt, wenn wir an die Politik appellieren oder uns mit denen in irgendwelche Kommissionsrunden setzen, sondern dass wir den Kohleausstieg von unten brauchen, dass wir den selber machen müssen, dass es Handarbeit ist. Deshalb gehen wir dahin, wo der Klimawandel produziert wird und stellen uns mit unseren Körpern dazwischen und bringen so die Produktion von CO2, den Kohleabbau, zum Stillstand. Das haben wir schon ziemlich erfolgreich gemacht in den letzten Jahren immer wieder. Und wir haben es auch geschafft, im letzten Jahr die Rodung des Hambacher Forsts auszusetzen. Das war natürlich nicht... Das waren natürlich nicht nur wir als Ende Gelände, sondern es ist ein ganz, ganz breites Bündnis von Bürgerinitiativen, AnwohnerInnen, Leuten, die ständig im Wald wohnen und auch der BUND mit einer Klage. Gemeinsam ist uns das gelungen. Dieses Jahr ist es aber quasi das Jahr der Entscheidung. Also RWE will ab dem 1. Oktober wieder anfangen zu roden. Der Tagebau Hambach soll erweitert werden und dafür soll jetzt noch das letzte Stück von diesem über 12.000 Jahre alten Wald vernichtet werden. Für Braunkohle, die da aus der Erde geholt werden soll, obwohl eigentlich allen klar ist, dass diese Braunkohle im Boden bleiben muss, soll dieser Wald jetzt trotzdem vernichtet werden dafür. Wir lassen es nicht zu, deshalb fahren wir dahin, stellen uns mit unseren Körpern dazwischen, schützen den Wald vor der Zerstörung von RWE. Und es ist total cool, wenn ihr alle mitkommt. Das Ganze ist dann vom 25. bis zum 29. Oktober. Beim Tagebau Hambach. Es wird viele Informationsveranstaltungen noch vorher geben, hier von Ende Gelände. Haltet einfach Augen und Ohren auf, gemeinsame Anreise. Und nur noch ein Satz. Wir als Ende Gelände stehen für einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Deshalb stehen wir natürlich auch gegen die AfD. Deshalb werden wir natürlich morgen auch mit unseren Körpern, genauso wie wir die Braunkohle blockieren, auch die AfD blockieren, quasi das braune Gedankengut. Wir treffen uns dafür um 11 Uhr am Gesundbrunnen. Wir werden mit Ende Gelände Anzügen uns der AfD in den Weg stellen und möglichst auch setzen. Und auch da seid ihr ganz herzlich willkommen mitzumachen. Vielen Dank und schönen Tag noch.